Schöne Grüße aus der Genusszone. Heute machen wir einen Buttermilchkuchen. Dafür habe ich hier schon mal aufgebaut. Mehl und Backpulver, Mandeln, ein Ei, Zucker, Buttermilch und Sahne. Als erstes tun wir Zucker, Ei und Buttermilch in eine Schüssel und rühren das durch. Zucker, das Ei. Und die Buttermilch. Jetzt sieben wir Mehl und Backpulver zu dem Buttermilchgemisch. Und dann wird das mit dem Spatel untergehoben. Jetzt kommt das Ganze in die Kuchenform. Und dann verteile ich die Mandeln über den Kuchen. Bevor das in den Ofen kommt, geben wir noch den Zucker darüber. Nachdem der Zucker überall verteilt ist, tun wir es bei 175 Grad in den Backofen. So, noch eine halbe Stunde ist er dann fertig und sieht in etwa so aus. Nehmen wir ihn raus und dann verteilen wir die Sahne darüber. Und fertig ist der Kuchen.